Hey Leute und herzlich willkommen. Sobald bin ich da wieder unten zu einer neuen Folge Die Schlümpfe und ich würde sagen, wir reden nicht lange und rein da. Nanu, hier sind wohl Menschen vorbeigekommen. Hoffentlich waren sie schon weg, als der Vulkan ausbrach. Ja, das hoffe ich auch. Aber welcher Mensch tut sich eigentlich neben einem Vulkan... Okay, es gibt einige. Wenn der Vulkan halt mit den ekligen Pfützen schon lange ruht. Nope, ich brauche die andere. Ah, wo ist die? Na, dann müssen wir erstmal da lang. Herzen! Dass da zwei Herzen sind, macht mir ein bisschen Angst, dass es gleich einen Kampf gibt. Da ist die Pflanze. Da ist das, was wir brauchen, da oben! Ah, super. Ja, da ist sie. Wo kommen wir da hin? Das erfahren wir. Ich glaube niemals. Mit meinen Schamanen-Künsten. Übrigens, Leute, es tut mir leid, die letzte Folge, dass ich da ein kleines bisschen am Anfang nicht geredet habe. Ich muss mal schauen, wie ich das hinbekomme. Und die Facecam war deutlich zu groß. Mein Ton war auch ein bisschen zu laut. Dann. Fehler passieren. Bei jedem Teil des Lebens und das ist ja nicht so schlimm. Jetzt habe ich besser nachgeschaut und ich denke, dass jetzt der Ton und die Facecam besser ich kann nicht mehr reden besser sein wird. Jetzt reden wir nicht mehr lange und öffne das Tor! Ich wusste es! Lava, Lava und noch mehr Lava. Dass das Holz sich anfängt zu brennen, gell? Sieht irgendwie ein wenig so... Also warte mal. Lava ist doch viel dickflüssiger wie Wasser. Bedeutet, dass das eigentlich... Alter, wir stehen auf Lava! Er schwimmt auf Lava! Also, Schlaubi, du bist aber heftig. Du kannst auf... Damit würde ich sagen, es würde, glaube ich, niemals so fließen in echt. Ich glaube, das ist einfach die Wassertextur, also die Textur vom Wasser zu Lava geändert. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Wir gehen am besten einfach weiter. Schädlich ist es auf jeden Fall, wenn wir da reindappen. Ich glaube, das hat Schlaubi auch schon bewiesen. Säuberung abgeschlossen. Weg mit dir. Danke, Schlaubi. Okay, Schlaubi. Ich glaube, wir müssen da hoch. Die zumindest so ein bisschen Schamanenmäßig. Dies ist ein alter Tempel, der von Alchemisten benutzt wurde. Dafür schlumpfe ich meine Hand ins Feuer. Und die haben wahrscheinlich auch unseren kleinen Freund gequält. Er schien ja nicht gerade so überzeugt zu sein, ne? Jetzt! Ja, natürlich Experimente, diese Stäbchen. Ach nee. Ich will hier gar nicht sein. Ah!
Bleiben wir auf der Hut. Also jetzt ist aber ein bisschen viel. Na, bist du verklebt? Kannst du nichts mehr machen? Ah, das tut mir aber leid. Dieser Honig, gell? Ich glaube, das ist extrem stark. Weil die Gegner können sich ja dann gar nicht mehr bewegen. Apropos, raus bist du. Na komm mal, du kriegst ein bisschen Leben von mir. Oh. Kommt her, kleinen Viecher. Hat dich alles auch noch erwischt. Na gut, ciao. Achtung, ich werde angegriffen. Ja, Schlaubi, ich sehe, wenn du angegriffen wirst, nochmal. Ich bin nicht blind. Oh nein, 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 nein. Das hätte sich jetzt beinahe hätte es alle auf sich an und verwandelt. Los, hol dich! Hol dich! Es wird immer heißer. Das kann doch nicht sein. Oh, der Schlumpfumix hat sich abgekühlt. Honig hat den Schmetterling besiegt. Soll das überhaupt ein Schmetterling darstellen? Komm zumindest mal ein bisschen nach rüber. Das da vorne brauchen wir. Das ist extrem wichtig. Super! Damit kann ich den Schlumpfumix verbessern. Ich schätze mal, dass wir dort weiterlaufen müssen. Weil das zeigen ist jetzt ja ein Thema. Also da durch irgendwie? Nee. Dann müssen wir vielleicht doch da lang. Also wundert ich mich, dass da diese großen Dinger bauen. Ah! Los, Schlaube, du wirst es wohl da hochschaffen. Heb dich doch gerade fest. Meine Güte. Hier oben waren wir doch schon. Ajo waren wir hier schon. Oh nein. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Och nee. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber weil wir das hier frei machen konnten. Weil was ist da unten runter? Bücher. Ah ja, hier geht's weiter. Boah, ich hatte kurz Bangel, ne? Dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Das war jetzt extrem schlecht gewesen. Einmal darüber. Nein! Nein! Die Vulkane, aber die Lava steigt, die Lava steigt, die Lava steigt! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Hilfe! Ich mag zwar Feuer, aber das ist ein bisschen zu stark! Ah! Ich komme. Ich bin bereit für den Kampf. Ich mag doch Feuer. Eigentlich kann mir nichts passieren. Oh. Schnell, Schlaubi, renn! Einfach hoch. So weit, wie es geht. Schnell, dein Schlaubi! Nein, nein!
frage mich, warum die Schlümpfe mir nicht mehr antworten. Ich hoffe, sie sind nicht zu einem Picknick aufgebrochen. Was rede ich denn da für einen Unsinn? Die Hitze macht mich ganz schlumpfig. Nur Mut. Wenn Papa Schlumpf nicht antwortet, muss er einen guten Grund haben. Ja, Gargamel, verdammte Hacke. Das ist doch offensichtlich. Oh, das war gerade ein geiles Minispiel, dass die Lava steigt und so. Das muss ich sagen, das haben sie gut hingekriegt. Natürlich. Aber soweit ich weiß, kann er die Monster... Oh, der ist ja mit Honig bedeckt. Hält das lange? Na, tut mir schon fast leid, ne? Da tut mir schon fast leid. Mal meine Brille draufschmeißen. Och, nee. Was wollt ihr dann jetzt schon wieder von Schlaube, hä? Was möchtest du dann? Treffen kannst du auf jeden Fall nicht. Okay, Schlaubi. Wenn das kommt, renn! Und hopp! Renne! Haha! Sehr gut, Schlaubi! Schlaubi, Schlumpf! Jetzt! Da tut mich das mich. Jetzt hör auf zu übertreiben, mein lieb Freundchen, du. Hör auf zu übertreiben. Meine Güte, mein Schüler! Honig! Jetzt! Der lässt uns in Ruhe. Jetzt nur noch du. Yes. Gut, Schlaubi. Ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf unseren Schlaubi-Schlumpf. Er zieht das alles gut durch. Ich brauche Energie. Immer wenn ich irgendwen oder irgendwas lobe, passiert dann das. Wir nehmen uns mal die Heilung und du. Wer greift uns denn überhaupt an? Hallo? Da ist ja doch nicht mal irgendeiner. Eins. Zwei. Da ist keine. Okay, ich vermute mal, dass wir jetzt die Seite wechseln müssen. Ja. Na, super. Eigentlich können wir gerade runterspringen. Ein kleines Lavabad hat noch niemanden geschadet. Oder? Hey. Einmal hopp. Ich bin richtig platt. Oh, Schlaubi. Jetzt springt doch aber auch mal gescheit. Mach so ein bisschen mit. Hier hast du Heilung. Die brauchen wir garantiert noch. So, Feuerpflanze. Meine Lieblingspflanze bisher. Fort mit den ekligen Pfützen. Ich wollte dich gar nicht aktivieren. Wo habe ich die denn jetzt aktiviert? Naja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen heiß.
Oh, da! Lass mich doch einfach mal, du! Ich glaube, das hier war's. Nee, das war das gerade eben. Das ging ja nicht so hoch, oder? Doch! Alter, es geht so schnell mit das zu Feuer. So verdammt schnell. Wir müssen zwischendrin kurz hier ein Checkpoint machen. Und liebe Pflanze, öffne dich geschwind. Ab jetzt. Alter! Achtung, ich werde angegriffen! Das war so klar! Das war so klar! Bleiben wir auf der... Ah, so knapp! Was willst denn du jetzt, Alter? Aus dem Nichts wieder. Die können mich aber auch nicht in Ruhe lassen, gell? Wir warten mal ein bisschen. Machst du mal ein bisschen schneller? Pflanze! Feuerpflanz! Komm mal bitte her! Da bist du! Wieso geht die tausendmal hier? Ich bin richtig platt. Super. Super, 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 super. Yes, yes. Hallo Schlümpfe, könnt ihr mich hören? Diese Funkstille schlumpft mir ganz und gar nicht. Schlaubi, dir muss doch klar sein, wo die sind. Gargamel. Ich verstehe deine Verzweiflung. Ich verstehe dich, Schlaubi. Wir schaffen das. Wir bekommen sie wieder. Alles ist okay, Schlaubi. Alles ist okay. Oh Gott, das sieht gar nicht gesund aus. Schaut ihn euch doch mal an. Ihm geht's gar nicht gut. Ich glaube, ich sollte den Arzt versuchen. Oh. Nochmal dreimal umwickeln oder was? Oh, Schlaubi, komm mal her. Jetzt hast du mal Heilung. Alles ist okay. Es wird alles okay. Es wird alles gut. Es wird alles. Mein kleiner Freund. Okay, Leute, damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute, von heute.